Ja, moin moin allerseits. Hier mal wieder ein klassischer Vlog. Im Gegensatz zu den letzten Videos, würde ich mal sagen. Denn dieses ist mit dem iPhone 5 gefilmt. Ich habe festgestellt, dass ich mit dem iPhone 5 noch überhaupt keine Videos aufgenommen habe. Egal. Willkommen zurück im klassischen Vlog-Style von Stings Vlog. Heute ist Mittwoch, der, weiß ich gar nicht, 7. November. Und ich sitze hier und habe meinen letzten Urlaubstag vergeudet. Was heißt vergeudet? Ich nutze ihn natürlich möglichst produktiv. Aber ich muss leider hier zu Hause sitzen und auf DHL warten. Denn diejenigen, die mir auf Twitter folgen, haben es schon gesehen, gelesen und wissen es. Oder falls man mir auf Facebook folgt, da dürfte ich es auch erwähnt haben. Und auf Google Plus bin ich jetzt auch wieder zurück. Ja, ich habe mir ja einen Laptop bestellt. Ein Windows-Maschinchen, ein Lenovo T61. Ja, kam am Montag gegen 18 Uhr. Was gut ist, denn bis 17 Uhr muss ich arbeiten und bin nur kurz vor 18 Uhr zu Hause. Packte es aus. Unboxing wird es auch geben auf, weiß ich gar nicht, entweder Behind the Scenes oder auf Sting the King of Cases. Mal gucken. Ja, Unboxing wahrscheinlich auf Sting the King of Cases. Zurück zum Thema. Ja, Kiste ist geliefert. Ich so, yay, Freude, obwohl ist ja ein Windows-Rechner. Ja, pack Maschine aus, nimm Unboxing auf, klappt die Kiste auf, folge dem Anweisungszettel. Hier, bitte Strom anstecken und so und dann Kiste hochfahren. Maschine lief an. Display zuckte allerdings mal so gar nicht. Und mehr passiert auch nicht. Blöd gelaufen. Demzufolge sofort eine trotzdem noch neutral verfasste E-Mail an den Lieferanten. So von wegen übelst enttäuscht und ja, blöd gelaufen und ich mache nicht mehr. Mi, 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 mi. Derjenige schrieb dann auch sofort zurück. Ja, schade, traurig und kann er nicht verstehen, aber egal. Er macht einen Rückholauftrag für eben den Mittwoch, heute. Kommt DHL. Und ich so, ja, geht ab 18 Uhr. Er so, nee, DHL kommt an dem Tag, irgendwann, früh, Mittag, spät, weiß man nicht so genau. Zeitfenster, ein Tag. Herrlich, nicht. Naja, DHL, what the heck. Und ja, sobald dieses Maschinchen dann wieder im Logistikzentrum, wie es so schön heißt, eingetrudelt ist, werde ich meine Kohle zurückbekommen. Und wehe, wenn nicht, dann gibt es Ärger. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann jetzt eine Alternative rausgesucht, denn ja, ich habe die Überweisung für das MacBook Alu Late 2008 soeben überwiesen, vorhin gerade. Wie ich hörte, wird es wohl 7 Tage dauern, bis das in der Filiale dort so verzeichnet ist, dass sie es abschicken können. Ich hoffe, ein bisschen eher, damit dann spätestens zum, also nicht kommenden, sondern das Wochenende drauf, ich mein MacBook Late 2008 Alu Unibody haben kann. Und ja, dann werde ich da wohl Windows drauf prügeln müssen. Blöd. Oh, schon wieder eine Mail. Quite busy today, der Tag soweit. Da kocht der Rosenkohl vor sich hin. Nom nom. Rosenkohl, lecker. Nom nom. Dazu gibt es auch ein Video aufs Ding Behind the Scenes, wer es noch nicht gesehen hat. Viele haben es noch nicht gesehen. War wohl auch ein blödes Timing vom Hochladen her, denn ich habe es hochgeladen, als YouTube diese großen Probleme hatte. Ja. Jetzt habe ich da, glaube ich, 35 Views drauf. Ich frage mich, ob ich es nochmal runternehmen soll und neu hochladen. Mal gucken. Wetter, grau in grau. Ja, ansonsten habe ich bis dato noch nicht allzu viel gerissen, glaube ich. Schön früh aufgestanden. Etwas später als sonst. Mal nicht um 6 Uhr, wie sonst. Angenehm gefrühstückt. Lecker Kaffee. Brot mit Käse. Brot mit Wurst. Und dann habe ich mir Simpsons gezogen. 23. Staffel. Da haben wir ein bisschen reingelinst. Sehr unterhaltsam. Ansonsten die Vlogs von Iceworks aufgeholt, damit ich da auch mal wieder auf dem aktuellen Stand bin. Im Moment bin ich bei dem in Kopenhagen, erster Teil. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das hängt nämlich gerade bei YouTube in der Mitte. Muss ich mal reloaden.
Egal, amerikanische Gedöns soll ja irgendwie sein. Ich habe noch nichts davon mitbekommen, wer gewonnen hat. Ich hoffe, Obama. Das soll ja vor allen Dingen auch pokertechnisch besser sein, habe ich mir sagen lassen. Vom Flix, der nämlich derzeit mit dem Matthias, aka @pokerfreunde auf Twitter in Las Vegas weilt und dort die Tische unsicher macht. Aber leider läuft es für den Matthias im Moment noch nicht so gut, habe ich gehört. Er ist noch etwas im Brand, aber nun gut. Daumen rauf für einen guten Run, Matthias. Und zick mal nicht so rum, wenn der Flix mit dir vloggt. Das kann ich nicht gutheißen. Ich prangere das an. Das mal nur so nebenbei. Was gab's noch? Ah ja, zum Thema Poker für alle Pokerinteressierten. Full Tilt is back und online. Und ich habe, also soll seit gestern, dem 6. sein. Ich habe mich vorhin mal eingewählt. Es ist noch alles so, wie es war, als es down ging. Zumindest bei mir. Hatte da allerdings zum Glück auch nicht so viel Kohle drauf. Das waren gerade mal 17 Dollar irgendwas. Und spaßeshalber habe ich dann mal ein Heads-up gezockt. Für sage und schreibe 2 Dollar irgendwas. Habe das nach 12 Händen gewonnen. Sehr nice. Der Villain war sehr amüsant. Und ja, leicht zu handeln. 12 Hände und es war aus dem Maus Schluss und vorbei. Weil er wohl meinte, ich wäre auf dem Flop 2-2-9 mit 2 Spades nicht gut. Ich hatte Ass-9. Er schuf seinen Rest von halber Starting-Stack im ersten Blind-Level einfach mal so mit Pocket-Sixes rein. Preflop-Action war nämlich, er raised vom Button, ich re-raise, er called, ich donke den Flop. In der Hoffnung, dass er entweder nur callt und ich dann mal gucke, was ich dann am Turn mache. Aber er schoft einfach rein und ja, die Range, die ich ihm da gebe, sehe ich gerade nicht als stark. Also entweder hat er 2 Spades mit 2 Overs und dagegen bin ich eigentlich noch relativ gut, weil ich hatte das Ace of Spades. Also noch eine Rückabsicherung und ich hatte Top Pair getroffen, was auf so einem Flop natürlich ziemlich gut ist. Und ja, wie sich rausstellte, hatte er eben das mittlere Pocket, was ich ihm auch pre in die Range gebastelt habe zu erhöhten Werten. Also ich habe ihm was gegeben zwischen Deuces und Tens. Mit Jacks hätte er wahrscheinlich pre nochmal eine 4-Bet ausgepackt, also mit Tens und Better oder Jacks und Better. Ace-King hätte er wahrscheinlich geschoft, denke ich mal. Und ja, ansonsten gebe ich ihm da sowas wie Any Broadways, Connectors mit 2 Spades oder eben ein Pocket, wovon ich die meisten Beat habe. Also immerhin, ich lag richtig. Jan war gut und das Turnierchen war vorbei. Ja, das mehr Poker-Vlogging wohl demnächst auf Stings Pokercamp. Für alle, die es interessiert, weil ich glaube, auf Stings Vlog ist kein großes Interesse an dem Thema Poker. Und mal gucken, was ich mir so an Schabernack kaufen werde auf Amazon, um demnächst auch mal ein bisschen was Lustigeres zu produzieren. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall die letzte Techulation Show gucken. Da könnt ihr dann mal im Ansatz sehen, was ich meine. Große Überraschung. Ich sag nur, Lichtschwert. Gut, bevor ich euch hier zu Tode langweile, machen wir hier auch mal Schluss, denn mein Rosenkohl sollte jetzt auch fertig sein. Das Video ist importiert, ich muss jetzt mal schneiden. Schaut auf jeden Fall auf allen meinen Kanälen, was so passiert. Für Stings Gameplay habe ich einen neuen Plan im Hinterkopf. Da werden wohl Fachkräfte ran müssen, die für den Kanal Content produzieren, weil ich zum einen weder die Lust noch die Zeit habe, irgendwas zu zocken, was Let's Play-würdig ist. Mein Limbo-Projekt ist ja deutlich fail gelaufen. Schade eigentlich. Ich hatte Spaß daran, aber naja, knappe 20 Views pro Video, dafür lohnt sich der Aufwand für mich persönlich nicht, sehe ich nicht ein. Ich freue mich auf mein MacBook, das hoffentlich nächste Woche kommt. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich auf dem Juck 4, denke ich mal. Zumindest die kommen werden. Ich werde dort einen Vortrag halten. Das nur mal am Rande zum Thema Netzwerk. Wen Details interessieren, soll auf meine Facebook-Seite gehen. facebook.com/sting.de. Ne?
hier irgendwo auch eingeblendet als Annotation. Also Annotations bei meinen Videos besser mal anmachen. Gut, ich halte jetzt die Klappe und bin hier raus. Bis dahin und bis neulich.